Der September ist so die klassische Zeit der Ernte. All die herrlichen Früchte, die jetzt reif werden. Aber damit im Herbst was wächst und was reift, da muss im Frühjahr gesät werden. Das macht Arbeit. Dann kommt aber eine lange Phase, wo es einfach von ganz alleine wächst. Das ist immer so im Leben. Ich mache mir ein wenig Sorgen, ob wir das nicht verlernen, Dingen Zeit zu geben, Raum zu geben, abzuwarten. Es geht ganz oft um schneller und immer mehr zu schaffen, effizienter zu sein. Zu denken gegeben hat mir die Geschichte, die ich neulich gehört habe, von einem Schüler, der gerade in die 5. Klasse gekommen ist und morgens keine Zeit hatte zu frühstücken, weil sein Heft noch nicht fertig war für Religion. Und er sagte, das zählt nachher zur Note. Der Arme war gerade 2 Wochen in der 5. Klasse und hatte schon Angst vor den Noten. Ich glaube, da läuft was schief. Ich möchte einladen, einfach auszuhalten und abzuwarten, zwischen der Arbeit und neben all der Arbeit auch zu genießen. Denn es ist wie bei den beiden chinesischen Bauern, die ihr Samen auf das Feld streuen. Und als dann die ersten Pflanzen wachsen, da schläft der eine ganz entspannt die ganzen Nächte. Und der andere zupft und zerrt an seinen Pflanzen, damit sie schneller wachsen. Am nächsten Tag sind sie tot. So ähnlich kann es gehen, wenn wir die Pausen nicht haben, wenn wir die Schöpfung und das nicht genießen, was wir haben. Denn alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm dankt. Drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Amen.